Mach mal kurz verschwinden. Weil dann werden haufenweise Cops hinter uns her sein. Da müssen Sie wohl am Tresen fahren. Wiedersehen. Ah. Fahren wir jetzt auch noch mit der Bahn zurück, oder wie? Die Bank ist an das Holmes-Alarmsystem angebunden. Aber die Bullen brauchen trotzdem 5 Minuten, um hier zu sein. Wenn wir reingehen, haben wir also 5 Minuten, um alles zu erledigen und uns aus dem Staub zu machen. Wir brauchen noch einen Wagen. Von Ralf kriegen wir den nicht, den verpfeift uns an Salieri. Musst uns einen guten, schnellen Wagen besorgen, Tommy. Das sollte für dich ja kein Problem sein. Nein, das ist kein Problem. Lukas hat bestimmt eine Idee. Okay, hol uns was Schnelles. Wir werden es brauchen. Wir werden nicht ungestört abreisen. Selbst wenn wir rechtzeitig aus der Bank kommen, können wir den Bullen in der Stadt begegnen. Und wie werden wir mit denen fertig? Okay. Wir fahren direkt zu einem verlassenen Schuppen namens Palermo Club, mitten in Hoboken. Großartig. Dann haben wir noch ein Problem mit den Knarren. Ich habe meine eigene, aber du nicht. Du brauchst eine Kanone. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo du eine herkriegen könntest. Wo denn? Es ist recht weit weg. Am besten fährst du mit dem Zug. Steig hier ein und fahr nach Hoboken. Steig am Bahnhof Central Hoboken aus und lauf in Fahrtrichtung des Zugs weiter bis zur nächsten Kreuzung. Unter der Bahnstrecke verläuft eine Straße. Folge ihr und biege links in die nächste Straße ein. Da siehst du dann ein altes Kino namens Twister. Neben dem Seitenangang siehst du Yellow Pete's Laden. Sag ihm, ich hab dich geschickt. Er müsste was haben. Ich mach das jetzt. Ich besorge Waffen, dein Auto und dann komme ich bei dir vorbei. Ja, halt kurz vor dem Haus an und drück auf die Hupe. Der Hausmeister schließt immer die Tür ab. Ich komme dann sofort runter. Bis später. Sekunde mal nach. Achso. Ich kann gerade die Karte nicht aktivieren. Ah. Nebenjob, okay. Kürzen die mir jetzt die Zugfahrt? Das wäre ganz cool. Bis zur nächsten Station. Nicht im Ernst. Das war alles falsch. Sekunde. Einkaufstour. Einkaufstour. Wieso muss ich nicht die Richtung laufen?
Okay, hier sind wir dann an der nächsten Haltestelle in Central Hoboken. Ja, das mit runtergehen, Fahrtrichtung des Zuges ist ja dann die hier. Nächste Kreuzung und dann Helm und Schuppen. Ach, das alte Twister-Kino, genau. Das volle Twister-Kino. Das ist aber nicht gerade Fahrtrichtung vom Zug oder was war das? Aha, aha. Ach, hier. Da kann man gerade. Ich weiß nicht, was der hier für Wegbeschreibungen gibt, aber schlecht sind die alle mal. Nennt mal Einkaufsbummel der Welt. Das Twister. Das alte Twister Kino. Da gehen gerade eine Menge Leute vor. Rum. Ich nehme mal an. Was irgendwo hier? Ah, Seiteneingang. War da ein Passwort? Hört man doch schon was. Was willst du? Pauli schickt mich. Oh, komm rein. Ach, das ist ja einfach. Erstmal mit einer dicken Knarre zur Tür kommen. Mal sehen, vielleicht finde ich ja hier was Interessantes. Ah. Sieht aus wie ein alter Veteran. Also, Junge, was führt dich zu uns? Pauli schickt mich. Wir brauchen Waffen. Ah, Pauli. Ja, den kenne ich. Zumindest glaube ich das. Dieser kleine, launische Typ, oder? Na, genau das ist er. Arbeitet immer noch für Salieri? Ja. Na, dann grüß mir mal den alten Gauner. Klar, was die Waffen angeht. Ja, ja, ja. Was braucht Pauli denn alles? Oh, oh, das können wir uns jetzt aussuchen. Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall. Nein. Ja, ist okay. Das müsste alles sein. Gut, gut. Ich werde nicht länger aufhalten. Denk dran, Pauli von mir zu grüßen, ja? Klar, ich danke. Ich glaube, ich habe da jetzt was falsch gemacht. Weil mit dem kann ich nicht unbedingt... Ah, okay. So funktioniert das natürlich. Detective Colt Special. Na, okay. Die Magnum habe ich schon.